Vielfältig ist das Vereinsleben im Landkreis Prignitz und auch in der Elbestadt. Das trifft nicht zuletzt auch auf die sportlichen Aktivitäten und Angebote zu, die auch beim kommenden Brandenburg-Tag am 25. und 26. August in Wittenberge eine große Rolle spielen werden. Allen voran sind das natürlich die Wittenberger Sportvereine wie der Eisenbahnersportverein. Zuletzt unter anderem mit dem Ringer-Nachwuchs der B- bis E-Jugend sehr erfolgreich. Wir haben ein paar Highlights. Wir machen hier im Hintergrund, sehen Sie ja schon die Ringer. Wir haben da ein bisschen was vorbereitet, so promotionmäßig, auf dem langen Hänger. Und wir haben da, okay, wir machen das mit Nachwuchs. Der Nachwuchs wird sich da so ein bisschen auslassen, ein paar Aktivitäten, ein paar Ringerübungen vorführen etc. und so weiter. Lasst euch einfach mal überraschen. Wir haben zum Beispiel ganz groß im Schach was vorbereitet, im Zelt, wo der Mario Wagner halt so ein Großfeldschachturnier vorbereiten möchte, so für Kinder oder auch Jugendliche oder Ältere, die da vielleicht mal Spaß dran haben, können da mitmachen. Am 25. und 26. August mit dabei ist natürlich auch SV Empor Grün-Rot Wittenberge. Gleich 6 Sparten, darunter Volleyball, Tischtennis, aber auch Badminton, gehören zum Wittenberger Sportverein. Diese Vielfalt soll auch auf dem Brandenburg-Tag erlebbar werden. Also wir haben für die 2 Tage haben wir geplant, dass wir in der Innenstadt präsent sind mit ca. 20 Meter. Davon brauchen wir schon die Hälfte gut für unsere Cheerleader in dem Fall. Und ansonsten haben wir die 5-6 Abteilungen, die wir haben, die sich da präsentieren wollen und sich darstellen wollen. So sinngemäß, vielleicht kriegen wir noch ein paar, zukünftig noch ein paar neue Mitglieder mit dazu. Also einfach so das Ganze rundherum, um den Verein bekannter zu machen, das werden wir doch machen. Und wie eben schon genannt, kommt den Prinzess-Cheerleadern von Empor, dazu gehören auch die Prinzessinnen, die hier zu sehen sind, beim Brandenburg-Tag eine besondere Rolle zu. Vertreten sein werden aber auch die Handballer vom PHC Wittenberge, unter anderem mit einem Angebot für die Besucher, die sich beim Brandenburg-Tag im Festbereich A selber beim Zielwurf ausprobieren können. Gespannt sein dürfen die Besucher des kommenden Brandenburg-Tags in Wittenberge auch auf den großen Festumzug. Über 50 Wittenberger und Prignitzer Vereine haben sich bereits angemeldet und auch die Schützengilde der Elbestadt darf hier natürlich nicht fehlen. Zur Salve, gib! Naja, es ist abgesprochen worden, dass wir als alter traditioneller Verein, einer der ältesten Vereine in der Stadt, hier den Eröffnungsumzug quasi gestalten, indem wir Salut schießen mit unserer Traditionsgruppe. Das soll unser Beitrag dazu sein, natürlich in Schützentracht und auch in historischen Uniformen von der damaligen 1813 Schützenvereinigung der Bürger, die also gegen Napoleon gekämpft haben. Wenn es um eine bunte Show, knackige Tanzeinlagen und ideenreiche Kostüme geht, macht den Mitgliedern der Karnevalsgesellschaft Bergen niemand etwas vor. Mit ihrem jährlich neuen Programm wollen sie nun auch beim Festumzug Ende August in Wittenberge die Korken knallen lassen. Die Berger Karnevalisten nicht nur in Berge, sondern auch in Perleberg, diesmal in Wittenberge. Wir sind dabei, wir freuen uns, wie es von uns gewohnt ist, heiß, wild, bunt, laut, Show ohne Ende. Wir freuen uns. Und auch die Stadt Perleberg, die zuletzt mit der Aktion Stadtradeln auf sich aufmerksam gemacht hat, darf als Nachbarkommune und Partnerin im Mittelzentrum und im regionalen Wachstumskern Prignitz beim Festumzug nicht fehlen. Ja, die Rolandstadt Perleberg wird sich unter dem Motto aktive Stadt präsentieren, also ganz im sportlichen Sinne. Und mit dabei wird auf jeden Fall auch der Perleberger Spielmannszug sein und für musikalisch eine gute Stimmung sorgen. Aber auch Vereine wie der SSV Einheit Perleberg, die sich mit einigen Mitgliedern im Festumzug beteiligen. Und wir haben auch ganz aktiv unsere Ortsteile angesprochen, dort mitzuwirken. Und selbstverständlich sind auch alle anderen Einwohner von Perleberg aufgerufen, zum Beispiel mit ihrem Fahrrad aktiv am Umzug teilzunehmen. Und Interessierte können sich dazu gern bei uns in der Stadtinformation anmelden. Ganz besondere Aktionen haben sich für den Brandenburg-Tag 2018 in Wittenberge auch die Hauptsponsoren ausgedacht. Darunter die Sparkasse Prignitz, die die 24. Auflage des Prignitz-Talers mit dem maritimen Logo des Brandenburg-Tages versehen hat und am Festwochenende ein historisches Schauprägen veranstaltet. Wer sich noch an die farbenfrohe Beleuchtung des Wittenberger Wasserturms im Jahr 2017 durch die Stadtwerke Wittenberge erinnert, kann sich bereits auf ein weiteres Highlight des kommunalen Energieversorgers und Hauptsponsors des Landesfestes im kommenden August freuen. Wir sehen ja im Hintergrund hier den Speicher. Wir werden den in der Woche zum Brandenburg-Tag auch beleuchten lassen. Und wir haben auf unserem Kundenbüro und hier auf dem Festgelände haben wir noch mehrere Stationen, wo sich Kunden betätigen können. Wir haben zum Beispiel einen Flugsimulator, wo man so ein bisschen als Flugkapitän so ein bisschen durch die Gegend fliegen kann und dann haben wir noch ein paar Bastelstationen für Kinder und das wird eine richtig runde Sache für uns werden.
Informationen rund um den Brandenburg-Tag am 25. und 26. August erhalten Interessierte online unter www.landesfest.de.